Meine Damen und Herren, seit gestern sind wir bei der Besprechung der Relativitätsmechanik und beschäftigen uns also im Rahmen dieser Einführungsvorlesung natürlich nur relativ kurz mit diesem Abschnitt der Physik, aber dennoch halte ich es für wichtig, dass Sie es an dieser Stelle bereits kennenlernen, weil ich glaube, dass neben der mathematischen Beschreibung noch viel wichtiger die begriffliche Überlegung, die zu dieser Relativitätsmechanik führt, für Sie sehr wesentlich ist. Und das möchte ich in den Vordergrund stellen, bewusst. Sie werden in der weiteren Folge Ihres Studiums dann mit einer viel umfassenderen, schlüssigeren und eleganteren Darstellung konfrontiert werden und sich dann freuen, dass die verschiedenen begrifflichen Grundlagen, die wir jetzt besprechen, dort auch natürlich berücksichtigt sind. Und ich möchte auch gleich betonen, bevor wir jetzt fortsetzen, dieser Teil der Relativitätsmechanik wird als spezielle Relativitätsmechanik bezeichnet. Es schreit natürlich dann auch, dass es was anderes auch geben muss. Und das ist also tatsächlich der Fall, wenn man, was wir im Rahmen unserer verfügbaren Zeit nicht können, die Relativitätsmechanik in einer tensoriellen, vierdimensionalen Schreibweise darstellen würden, dann würde es sich relativ leicht, also es würde sich dann ergeben, dass man diese Darstellung auch in einer sehr eleganten Weise auf den Fall verallgemeinert, wo auch Gravitationswechselwirkungen eine Rolle spielen. Wieder so eine ganz wichtige Verallgemeinerung, dass man da also dann, also um Vereinheitlichung, dass man da dann die Gravitationswechselwirkung hinzunimmt. Das setzt aber dann voraus, dass man sich mit vierdimensionalen gekrümmten Mannigfaltigkeiten auseinandersetzt, was eine solide Kenntnis der Tensorrechnung voraussetzt und die ist jetzt in Ihrer Situation noch nicht vorhanden. Also bevor wir da viel mit Handwaving Arguments machen, lassen wir dies beiseite. Daher also spezielle Relativitätsmechanik. Da gibt's nichts mit Gravitation. Da geht's also nur um elektromagnetische Wechselwirkungen und insbesondere kommen also elektromagnetische Wellen und eben heute als Spezialfall Lichtwellen, Lichtausbreitung davor. Und darum geht es also jetzt. Also die Frage ist, ob es jetzt Relativitätstheorie oder Relativitätsmechanik ist. Also viele sagen Relativitätstheorie, so als ob da nichts Praktisches und nichts Experimentelles dabei wäre. Dabei ist unerhört viel Experimentelles dabei und viele der moderneren Experimente wären ohne diese relativistischen Rechnungen gar nicht möglich. Und wie man ja auch nicht Mechaniktheorie sagt oder Elektrotheorie, so finde ich, es ist eigentlich eine Verkleinerung des Ausdruckes, wenn man das nur auf das Theoretische beschränkt. Da ist auch, finde ich, irgendeine gewisse Abwertung drinnen. Das ist so was Theoretisches, das ist die Relativitätstheorie, aber die Praxis ist ja ganz anders. Das ist die Relativitätsmechanik, so wie die andere die Newtonsche Mechanik ist. Und beide lassen sich theoretisch darstellen, experimentell untersuchen und sind wichtige Modelle der Physik. In dem Sinn finde ich, dass dieses Wort Theorie da nicht wirklich so wichtig ist und gar nicht so günstig. Auch bei der Quantentheorie hat sich das so eingebürgert, das ist ja eh alles nur Theorie. Im Gegenteil, und das habe ich Ihnen, glaube ich, schon an manchen Beispielen zeigen können, da ist sehr viel Wichtiges, Praktisches drinnen und Experimentelles und ob. Nicht? Sonst wüsste man ja viele Sachen gar nicht. Daher ist das die Quantenphysik oder Quantenmechanik und dann auch Quantenelektrodynamik, aber so Relativitätstheorie und Quantentheorie, naja, ich glaube, ich habe genug dazu gesagt und Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen. Also, das ist etwas, was wirklich in den Bereich der Physik hineinbezogen gehört. Man sagt ja eine Thermotheorie, weil heute damals die Leute auf die Thermodynamik draufgekommen sind und vorher hat man nur die Mechanik gehabt. So ist die Thermodynamik und so ist es heute die Relativitätsmechanik. Ich finde, das ist passender. Okay, aber über Namen soll man gar nicht so viel reden.
Also jetzt sind wir letzthin gestern zu diesen zwei wichtigen Grundprinzipien der speziellen Relativitätsmechanik gekommen, das Prinzip der Relativität und das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Beide sollten Sie nie mehr vergessen. Und insbesondere das Prinzip der Relativität, ich glaube, Sie kennen das auch lesen, wenn da vorne die Lichter sind, nicht? Ja, das ist vielleicht nicht gar so kontrastreich, aber ich glaube, es geht. Das Prinzip der Relativität ist eigentlich nichts anderes als eine Fortschreibung und Erweiterung des Prinzips der Relativität der Mechanik, wo es also dann so ist, dass in allen Inertialsystemen die gleichen mechanischen Gesetze gelten. Ob man sich jetzt in einem gleichförmig fahrenden Zug oder auf dem Bahnsteig befindet, die Physik da drinnen ist dieselbe. Na, das glaubt eh jeder und das wissen eh alle, deswegen redet man da gar nicht viel drüber. Aber das auf alle Naturgesetze und nicht nur die mechanischen Gesetze zu erweitern, ist eben nicht so trivial, weil die Maxwell-Gleichungen sind ebenso Naturgesetze wie die Newtonschen Gleichungen der Mechanik. Und bei den Maxwell-Gleichungen haben wir ja noch gestern, glaube ich, darüber gesprochen, dass wenn man da so eine Transformation von einem System S auf ein System S', das ist ein anderes Inertialsystem, das sich mit einer gewissen Geschwindigkeit V relativ zu S bewegt, eine solche Transformation durchführt, so along the lines, wie ich Ihnen das gestern so etwas naiverweise vorgeführt habe, dann kommt man drauf, dass wenn man das dann in die Maxwell-Gleichungen einsetzt, die nicht bleiben, was sie sind, sondern da zusätzliche Terme drinnen vorkommen, die zwar im Allgemeinen sehr klein sind, weil sie proportional zu V Quadrat durch C0 Quadrat sind, und das ist meistens eine sehr kleine Größe, aber weh tut es schon, dass solche Grundgesetze dann auf einmal nicht mehr so recht passen. Demzufolge hat man sich überlegt, ob es nicht doch einen absoluten Raum gibt, wo halt alles perfekt ist und wo alles passt, sogar die Maxwell-Gleichungen. Und wenn man sich relativ dazu bewegt, stimmt es halt nicht mehr so, man muss das eben berücksichtigen. Na, und dieser absolute Raum fand dann eine Entsprechung darin, dass man eben elektromagnetische Wellen und Lichtwellen gefunden hat und sich gedacht hat, es müsse so sein, dass diese Wellen, ähnlich wie die mechanischen Wellen, sich in einem Trägermedium ausbreiten. Dieses Trägermedium muss ja in Bezug auf irgendein Bezugssystem in Ruhe sein, und das ist dann wahrscheinlich der absolute Raum. Und dementsprechend war es also sehr verständlich, dass der Herr Michelson mit seinem Mitarbeiter Morley die Idee gehabt hat, da schauen wir jetzt nach. Wenn wir uns also verhältnismäßig schnell relativ zu so einem Raum, zu so einem Äther, hat man es halt oft genannt, so ein bisschen ätherisch, bewegt, dann müsste man das ja merken können, weil sich die Wellen ja immer relativ zum Trägermedium mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit ausbreiten, und wenn man aber jetzt sich relativ zum Trägermedium bewegt, dann wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die man dann noch sieht, wenn man den Lichtwellen nachläuft sozusagen oder ihnen davonläuft, eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit sein, und dann müsste man das deutlich sehen können, wenn man das Experiment gut abschätzt und wie viel das sein muss, dass man da Verschiebungen von Interferenzstreifen konkret beobachten können müsste. Und die waren sich alle ganz sicher, dass das natürlich passieren muss. Und schmeck's, es ist nicht passiert. Und dieses Nicht-Erkennen dieser Verschiebungen ist also wirklich ein schwerer Schlag. Denn das kann man mit der normalen, klassischen Alltagserfahrung eben nicht in Einklang bringen. Weil wenn da eine Welle in einem Medium läuft, man denke an eine Wasserwelle auf einer Oberfläche, und dann bewegt man sich der nach, dann wird sie verhalten im Verhältnis zu dem, der sich dann auch sich langsamer aus. Und das macht das blöde Licht nicht. Selbst wenn man ihm also mit 30 Kilometer pro Sekunde nachläuft, das ist dem Licht völlig wurscht. Und das müsste man sehen können, wenn man 11 Meter lange Arme von diesem Michelson-Interferometer macht und das mit Quecksilber und Steinplatte und so weiter.
das ist nicht gegangen und das ist also wirklich ein schwerer Schlag. Der Michelson kann am echt leid tun. Er war sehr enttäuscht, hat das auch nie akzeptieren wollen. Bis zu seinem Tod hat er versucht, dieses Experiment weiter zu verfeinern, nur es ist eben nichts geworden. Und in der Zwischenzeit hat man das mit Lasertechnik so weit gebracht, dass man relativ Bewegungen relativ zu einem Lichtmedium von nur wenigen Zentimetern pro Sekunde, so eine Schleichbewegung, schon eindeutig nachweisen können müsste. Nichts dergleichen kann man nachweisen. Also es ist wirklich solid, diese experimentelle Evidenz, obwohl ich es Ihnen hier also nicht konkret vorstellen kann, aber diese experimentelle Evidenz ist erdrückend. Und die Frage ist ja sowieso, was tut man damit? Also das heißt, da kommt eben noch dieses Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit dazu. Das besagt, dass in allen Inertialsystemen die Vakuumlichtgeschwindigkeit oder Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen, das ist nur ein bisschen langwieriger, deswegen werden wir jetzt immer Licht sagen, aber gemeint sind immer elektromagnetische Wellen, in allen inertialen Systemen den gleichen Wert hat. Nur wenn man sich das so schnell durchlässt, denkt man, ja, nichts Besonderes, nicht? Aber wenn Sie sich das überlegen, ist das unglaublich, nicht? Und wir werden gleich versuchen, daraus Folgerungen zu ziehen. Also zunächst ergibt sich daraus natürlich, dass damit die Überlegung mit dem Lichtäther gefallen ist. Denn wenn der Lichtäther vorhanden wäre, dieses Lichtmedium, in dem sich die Lichtwellen ausbreiten, dann wäre das natürlich, wenn man schon sonst nichts davon weiß, aber eins ist sicher, es müsste sich dieses Lichtmedium in einem bestimmten Bezugssystem befinden. Dort ist es dann in Ruhe. Und in allen anderen dann ist man relativ dazu in Bewegung. Und wenn man sich also dann in irgendeinem anderen System befindet, dann müsste man diesen Unterschied merken. Wenn man das nicht merkt, dann gibt es dieses Lichtmedium gar nicht. Oder, anders gesagt, dann ist die Annahme eines solchen Lichtmediums nicht notwendig und verzichtbar. Wir brauchen das nicht. Und wir ersetzen eine solche Annahme, die sich also offenbar nicht begründen lässt, durch dieses Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Ich möchte noch, bevor wir jetzt weiterschreiten, noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Also nachdem dieses Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ja so schon etwas im Widerspruch zur Alltagserfahrung steht, fragt man sich natürlich, kann man denn sowas überhaupt aufstellen, so ohne weiteres? Na gut, im Prinzip kann man alles. Wenn man nachher nachweisen kann, dass die daraus sich ergebenden Schlussfolgerungen wieder samt und sonders mit den experimentellen Befunden aus nachvollziehbaren Experimenten übereinstimmen. Mehr kann man sowieso nie machen. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen schon Anfang Oktober gesagt habe, was heißt es denn, einen Vorgang zu verstehen, ein Phänomen zu verstehen? Das heißt nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass man dieses Phänomen und seine Beschreibung auf die Grundgleichungen des jeweiligen Modells zurückführen kann. Wie ich diese Grundgleichungen darstelle, gestalte, hat sich danach zu richten, was damit beschrieben werden wird. Und daher ist das durchaus etwas Legitimes, obwohl es also der Alltagserfahrung des Menschen widerspricht. Weil der Mensch nimmt natürlich an, dass man dem Licht wie jeder anderen Welle auch nachlaufen können müsste und dann nur mehr die Relativgeschwindigkeit sieht und nicht mehr immer die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Aber es ist noch ein weiterer Punkt, den ich da erwähnen möchte, nämlich schauen Sie sich das Prinzip der Relativität näher an. In allen Inertialsystemen gelten die gleichen Naturgesetze. Das betrifft insbesondere auch die Maxwell-Gleichungen. Das sind auch Naturgesetze. Naturgesetze, die dazu dienen, das elektromagnetische Feld zu beschreiben. Das haben wir schon des Langen und Breiten besprochen und ich glaube, Sie sind sich darüber im Klaren, was da drinnen steckt in diesen Gesetzen. Na und was steht denn drinnen? So Vektordifferentialoperatoren mit E- und B-Feldern, dann Ströme
und Stromdichten und Ladungsdichten und diese Konstanten Epsilon 0 und μ 0. Die haben bestimmte Werte. Und da sind wir dann drauf gekommen, wenn man also das umformt, kriegt man mit wenigen Schritten die Wellengleichung heraus, jeweils für das E-Feld und für das B-Feld. Wobei man also dann gleich feststellen kann, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen, Wellen des E-Feldes und Wellen des B-Feldes, gleich 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 mal μ 0 ist. Ich glaube, das brauche ich nicht nochmal hinschreiben. Nicht? Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 mal μ 0. Und jetzt überlegen Sie mal. Wenn ich jetzt davon ausgehe, in allen Inertialsystemen gelten die gleichen Naturgesetze, dann gelten auch in allen Inertialsystemen die Maxwell-Gleichungen. Und daher haben wir überall diese Epsilon 0, μ 0 und daher ist in jedem Inertialsystem die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen 1 durch Wurzel aus Epsilon 0, μ 0. Das ist aber das zweite Prinzip, dass in allen Inertialsystemen die Vakuumlichtgeschwindigkeit den gleichen Wert hat, nämlich 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 mal μ 0. Das heißt, dieses zweite Prinzip bringt es nur besonders auf den Punkt, und schärft unseren Blick dafür, was es denn eigentlich heißt, dass dieses Prinzip der Relativität jetzt so verallgemeinert wurde, dass es für alle Naturgesetze und insbesondere auch für die Maxwell-Gleichungen gelten soll. Damit ergibt sich also, dass eben die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum in jedem Inertialsystem 1 durch Wurzel aus Epsilon 0 mal μ 0 ist und daher den gleichen Wert hat. Was wir alle nicht glauben wollen, weil wir alle so insgeheim daran denken, da muss es doch einen Lichtäther geben, in dem sich die ausbreiten. Aber schon allein, wenn man das ernst nimmt, dieses Prinzip der Relativität, kann das offenbar so nicht sein. Und das ist eigentlich auch die Grundargumentation von Einstein gewesen, dass er irgendwie gemeint hat, es gibt zwar auch Experimente, wie den Michelson-Versuch, die also eben fehlgeschlagen sind, weil sie eine solche Bewegung relativ zum Lichtmedium nicht feststellen konnten, aber er, der Einstein, ist eigentlich aufgrund der Evidenz, die da war, schon davon ausgegangen, das müsse ja so sein. Denn wenn ich dieses erste Prinzip ernst nehme, dann ergibt sich das zweite eigentlich schon als Folgerung. Gibt es dazu eine Frage? Ist irgendjemandem dazu was unklar? Möchte Sie nicht verwirren. Sie möchte nur, dass Sie diese Dinge begrifflich sich klar machen. Gut. Aber wir bleiben dabei, dieses Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit jetzt auch weiter mitzuführen, weil man daraus sehr viele weitere Folgerungen ziehen kann. Das hat also sehr umstürzende Auswirkungen. Also das erste war einmal, dass wir den Lichtäther eigentlich vergessen müssen. Er ist unnötig und dieses Modell ist nicht notwendig. Damit löst sich die Sorge der Optiker des 19. Jahrhunderts auf, die sich gewundert haben, wieso das Licht ein transversaler Wellenvorgang ist, obwohl transversale Wellen sich nur in Festkörpern ausbreiten können und dass das Lichtmedium ein Festkörper sein soll, entspricht nicht unserer täglichen Erfahrung. Also das ist jetzt weg, denn es gibt ihn gar nicht. Da brauchen wir uns gar nicht keinen Gedanken darüber machen, ob er jetzt fest, flüssig oder gasförmig ist. Er ist gar nicht notwendig und braucht gar nicht betrachtet zu werden. Licht, so wie elektromagnetische Wellen allgemein, sind also ein Wellenvorgang ohne Medium. So etwas gibt es offensichtlich. Das ist eine neue Erfahrung für uns. Und Sie sind jung und flexibel und werden das auch fressen wahrscheinlich. Obwohl es nicht mit der Alltagserfahrung zusammenpasst. Und ich werde es noch ein paar Mal jetzt sagen, das kann ja nicht das Maß aller Dinge sein, was unsere Alltagserfahrung ist. Unsere Alltagserfahrung, die hat sich gebildet aufgrund der Gegebenheiten, die wir als Kleinkind schon erlebt haben. Also wenn uns in der Gehschule ein Baustein aus der Hand fällt und der fällt runter, dann war das die Gravitation. Na gut, aber das hat man schon von vornherein mitgekriegt, das wundert niemanden. Daher gehört das zu unserer Alltagserfahrung dazu.
Aber so Geschichten wie Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, das merkt man in der Gehschule nicht. Und so schnell läuft man auch nicht, dass man das feststellen würde. Und daher gehört es nicht zur Alltagserfahrung. Wenn man halt sehr langsam ist im Vergleich zum Licht, und das sind wir in unseren dauernden Lebensäußerungen, sehr langsam, schneckenhaft langsam, im Vergleich zur Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes, dann fallen einmal diese Terme V² durch C₀² nicht auf. Dann stimmen die Maxwell-Gleichungen immer. Den Bedingungen, wo es dann so nimmer mehr stimmen würden, die treten ja in der Alltagserfahrung nicht auf. Also wann was mit der Alltagserfahrung nicht zusammenpasst, dann heißt das keineswegs, dass das dann ein Blödsinn ist, sondern eher, dass wir in uns gehen sollten und einmal überlegen, wieso haben wir diese Vorurteile. Letzten Endes ist der Vorgang zur Entstehung und Weiterentwicklung unserer Wissenschaft, wie wohl aller Wissenschaften, dass man sich an entsprechenden, wohldefinierten Experimenten orientieren muss und die Modelle so gestalten, dass sie die Ergebnisse dieser Experimente wiedergeben können. Wenn es dann nicht ganz mit der Alltagserfahrung zusammenpasst, nur Pech. Aber das eigentlich Entscheidende ist immer, inwieweit ein Modell, eine Theorie, die jeweiligen experimentellen Befunde wiederzugeben gestattet. Und natürlich, das ist schon auch wichtig, wenn man das dann spezialisiert auf diesen Schneckenzustand, in dem wir uns ständig befinden, dass wir da nur so langsam sind, dann sollte schon die vorherige Physik wieder herauskommen. Ja, das tut es aber, wie Sie sehen werden. Die Sachen werden immer erst dann schlagend, wenn man mit Geschwindigkeiten zu tun hat, die so in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommen. Wenn sie viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit sind, die Geschwindigkeiten, dann sind die Effekte zumeist so winzig, dass man sie kaum oder nur mit größtem experimentellem Aufwand erkennen kann. Also so gesehen ist alles konsistent mit dem, was wir uns vorstellen. Nur dort, wo unsere Alltagserfahrung ja gar nicht hinreicht, ist es auch nicht gerechtfertigt, sie kritiklos zu übernehmen und sich zu denken, was in der Gehschule funktioniert hat, das muss auch in der Beschleunigungsanlage funktionieren. Funktioniert dort aber nicht so. Im Gegenteil, es zeigt sich, und das macht ja die Physik und jede Wissenschaft so spannend, kaum verlassen sie den Bereich, wo sie sich jetzt einigermaßen etabliert haben und wo sie sich denken, ha, jetzt kenne ich mich aus. Kaum verlassen sie ihn in irgendeiner Richtung. Entweder große Geschwindigkeiten, große Energien, kleine Dimensionen und so weiter, wenn man in den molekularen und atomaren Bereich geht. Und schon schaut die Welt nicht nur ein bisschen, sondern komplett anders aus. Es ist nur halt gerade, wo wir uns halt so zurechtgefunden haben, da passt unsere klassische Anschauung so schön hinein. Wann immer wir in irgendeiner Richtung weggehen, passt schon immer mehr. Und das ist ja überhaupt im Leben so. Verwenden Sie ein Computerprogramm für irgendeine gewisse Anwendung und dann denken Sie sich so, das muss jetzt für die Anwendung auch funktionieren. Krach, liegen schon da. Weil da wieder irgendwas passiert ist, weil da jetzt ein Parameter nicht mehr stimmt und man muss das erweitern. Wann immer Sie Ihren Bereich, den Sie sich schon zurechtgemacht haben, verlassen, sind mit Überraschungen zu rechnen. Jetzt habe ich aber genug da geredet, jetzt wollen wir das also entsprechend fortsetzen. Nächster Punkt heute, Punkt 2. Wir sprechen über die Gleichzeitigkeit. Sie werden jetzt sehen in dem Punkt, dass also diese Prinzipe hier nicht nur den Ätherbegriff annullieren, den können wir also vergessen. Äther ist nicht erforderlich, er schadet sogar, wenn man ihn annimmt, weil dann diese Annahme zum Widerspruch zum Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit führt, sondern diese Prinzipe haben auch ganz wesentliche Auswirkungen auf den Zeitbegriff. Und die Zeit, das ist schon was Wichtiges, nicht? Seit urewigen Zeiten weiß man, dass Raum und Zeit wichtige Rahmenbedingungen für die Beschreibung der Natur sind. Und
alle gehen davon aus natürlich, die Zeit, das ist so etwas Universelles, das hat schon der Newton so geschrieben, die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und ohne Bezug auf irgendeinen äußeren Gegenstand oder so irgendwie, auf Lateinisch hat er das damals geschrieben, das ist also so jetzt heute ins Deutsche ungefähr übertragen. Aber das versetzt die Zeit in so etwas Mystisches. Da gibt es irgendwo die Zeit und die verfließt halt irgendwie. Aber für Physiker müsste man sich schon klar machen, dass die Zeit halt letztlich so wie die Länge und wie die Geschwindigkeit und wie die Masse etc. etc. einfach eine physikalische Messgröße ist. Und man muss sich darüber im Klaren sein, Zeit ist etwas, was man mit Uhren misst. So wie Länge etwas ist, was man mit Maßstäben misst. Und Masse etwas, was man mit Wagen messen kann, etc. Und dann ist es nicht mehr so mysteriös, das ist nicht so allgegenwärtig irgendwo halt, sondern es ist einfach eine Messgröße. Und was ist denn eine Uhr? Eine Uhr ist letzten Endes im Allgemeinen jedenfalls aus heutiger Sicht nichts anderes als ein periodisch ablaufender Vorgang, ein Schwingungsvorgang, wo das hoffentlich möglichst gleichförmig schwingt. Da hat man so Methoden gefunden, dass das sehr gut geht. Mit der Atomuhr, da muss man Millionen Jahre warten, bis da zwei Atomuhren nennenswert voneinander sich unterscheiden. Man kann das sehr gut. Also so ein periodisch ablaufender Vorgang, wo man einfach die Anzahl der Perioden zählt, von einem Zeitpunkt zu einem anderen Zeitpunkt. Und diese Anzahl der Perioden, die man da zählt, das ist die Zeit. Das Zeitintervall, das man gemessen hat. So einfach ist es. Also Zeit ist nicht irgendwas Mysteriöses, Allgegenwärtiges, überall gleichartig Vorhandenes, sondern simpel eine physikalische Messgröße, die man gewinnt durch Messung mit Uhren. Daher werden wir uns natürlich auch mit Uhren auseinandersetzen müssen. Also, wir sprechen über Uhren. Das Erste, was wichtig ist natürlich, damit man überhaupt von einer sinnvollen Zeitbestimmung sprechen kann, ist, wir müssen wissen, was wir unter Gleichzeitigkeit verstehen. Naja, und da kommt es also einem sehr gelegen, was wir jetzt gerade mit dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit gewonnen haben, weil wenn es in jedem Inertialsystem überall so ist, dass das Licht sich in allen Richtungen gleichermaßen mit der Lichtgeschwindigkeit C0 im Vakuum ausbreitet, dann kann man so Lichtsignale natürlich wunderbar zur Synchronisation von Uhren verwenden. Weil praktisch wäre schon, dass die Uhr da mit der Uhr von einem Kollegen da hinten oder einer Kollegin halt synchronisiert sind, weil das hat ja einen Sinn, wenn man auf die Uhr schaut und man will sie wo treffen, dann schaut der und der auf die Uhr und dann trifft man sie zur richtigen Zeit. Also die Synchronisation von Uhren ist eigentlich das Um und Auf. Nur da kommt wieder unsere Alltagserfahrung, das ist ja eh klar. Ja, wie Sie sehen werden, eben nicht. Das ist es halt. Also Synchronisation von Uhren, wie kann man sie durchführen? Hätten wir den Lichtäther und nicht die Relativitätsmechanik mit diesem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, dann wäre das gar nicht so einfach. Denn würden da also jetzt zwei Personen in einem schnell fahrenden Zug, so mit 2/3 Lichtgeschwindigkeit, solche Züge fahren ja ständig bei der ÖBB herum, ne? Also so wenn in so einem Zug unterwegs sein und da sitzt einer vorne bei der Lokomotive und der andere hinten und die wollen jetzt ihre Uhren da synchronisieren und schauen da drauf und schicken da ein Signal, na dann wird das Lichtsignal langsamer dorthin gehen, nach der klassischen Sicht, weil der Zug ja auch in der Richtung fährt und relativ zum Äther halt, ne? Und anders wäre es aber, wenn die nebeneinander sitzen würden. Da täten sie sich dann anders synchronisieren. Oder wenn die zwei dann nachher zusammenkommen, würden sie feststellen, die Uhren stimmen nicht richtig, weil das Lichtsignal war langsamer, als sie geglaubt haben, dass es ist. Und das ist also, das hört sich blöd an. Nicht? Aber wenn man also jetzt zum Beispiel die Standard-Eichuhr im Eichamt in Braunschweig
mit der in Washington am National Bureau of Standards vergleicht, da geht es ja um Mikro- oder Nanosekunden. Die sollen wirklich anpassen. Das kann man heute sehr gut. Und da ist es eine, dann wäre es ein Unterschied, ob man da Signale bei Tag oder bei Nacht schickt. Weil jeweils, da geht einmal der Äther in der einen Richtung, dann in der anderen, wenn die Erde sich da so durchbewegt. Das müsste man alles korrigieren. Es zeigt sich, es macht aber gar keinen Unterschied. Es ist immer die gleiche Laufzeit. Man muss diese Laufzeit nur berücksichtigen. Aber dann kann man die Uhren auf Nanosekunden miteinander synchronisieren und das stimmt wunderbar. Bei der Gelegenheit sehen Sie schon, meine Damen und Herren, dass das, was einem zunächst so abstrus erscheint, diese komplizierte Relativitätsmechanik, nicht, in Wirklichkeit in vielen Fällen zu einer Vereinfachung führt. Weil solche Additionen und Subtraktionen zur Lichtgeschwindigkeit braucht man gar nicht machen. Licht breitet sich sowieso immer mit Lichtgeschwindigkeit aus. Egal in welchem Inertialsystem man sich befindet. Und das macht also schon es leichter, die entsprechenden Hauptuhren da in den nationalen Eichämtern miteinander zu synchronisieren. Ja, und wie tut man das also? Wie kann man das vernünftigerweise machen? Wie definiert man überhaupt, dass zwei Uhren gleichzeitig sind? Eine sehr einfache Methode zeige ich Ihnen hier mit dieser Animation. Man bringt zwischen zwei Uhren, schön in der Mitte, das kann man ja mit Maßstäben ausmessen, wie weit das auseinander ist, schön in der Mitte ein Blitzlicht an und das zündet man dann und dann laufen die Lichtsignale beide mit Vakuumlichtgeschwindigkeit, wir befinden uns in einem Inertialsystem, zu den beiden Uhren hin und die haben also da so Sensoren, wann das Lichtsignal dort eintrifft, ein Lichtimpuls, nicht? Dann beginnt die Uhr zu laufen. Also durch eine Lichtquelle in der Mitte zwischen den beiden Uhren können diese Uhren synchronisiert werden. So, und jetzt ticken sie. 1, 2, 3 und so weiter. Also ich glaube, Sie sehen, was gemeint ist. Zunächst warten Sie, was passiert und dann schickt man also von dieser Stelle das Lichtsignal aus. Leider Gottes hatscht das ein bisschen, das liegt an dem Computer da. Und dann beginnen die gleichmäßig zu ticken. Also da weiß ich das eigentlich ganz einfach und braucht man, glaube ich, nicht weiter erläutern. Also das Gleichzeitigkeit wird definiert durch ein Lichtsignal von einem Punkt in der Mitte zwischen zwei Uhren. Da haben wir noch nichts drüber gesagt, wie diese Uhren genau funktionieren müssen, brauchen wir auch gar nicht. Periodische Vorgänge. Ja? Also so weit, so klar, man braucht eigentlich gar nichts weiter sagen. Ich lese das da vor, ich glaube, ich habe das auch da hergeschrieben. Nein, noch nicht. Der Satz, den lese ich Ihnen jetzt vor, Ereignisse in einem Inertialsystem, wo diese zwei Uhren sich befinden und das Blitzlicht in der Mitte, sind gleichzeitig, wenn sie von Lichtsignalen ausgelöst werden, die zugleich von einer Quelle, von einem Punkt in der Mitte zwischen den beiden Uhren ausgehen. Ja? Das sind dann gleichzeitige Signale. Wenn damit eine Uhr angestartet wird, dann bleiben diese beiden Uhren in diesem Inertialsystem synchron. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Da irgendwas unverständlich. Sie werden sich schon langsam denken, das ist ja alles viel zu trivial. Die Relativitätsmechanik muss ja viel komplizierter sein. Wir sind schon mittendrin. Sie werden gleich sehen. Denn ich habe da eigens dazu gesagt, in einem Inertialsystem, die befinden sich ja wo? Zum Beispiel da jetzt in dem Hörsaal. In der Mitte ist eine Lichtquelle, das läuft dann rüber, löst die aus und die ticken dann. Im Inertialsystem dieses Hörsaals. Ist nicht wirklich ein Inertialsystem, weil die Erde sich um die Sonne bewegt, um die eigene Achse dreht. Aber in einer gewissen Näherung ist es genug inertial, dass man das jetzt einmal akzeptieren kann.
in einem Inertialsystem. Jetzt werden Sie sagen, gut, das ist dann ja in allen Inertialsystemen, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, die Uhren sind jetzt synchron und fertig aus. Ja, wenn es nur so wäre. Das ist die ganz wichtige Folgerung, die sich jetzt aus diesem Prinzip von der Konstanz, das ist der Lichtgeschwindigkeit, ergibt. Das ist ein bisschen dümmlich mit den Russen und den Amerikanern. Nicht? Man könnte natürlich sagen, auch Alice and Bob oder System 1 und System 2, das ist besonders fantasielos. Aber jetzt habe ich halt einmal Russen und Amerikaner. Früher hat man da noch UdSSR geschrieben und USA, das ist niemand. Nicht? Also entschuldigen Sie solche Sachen, das dient halt dazu, dass man sich ein bisschen was konkret vorstellt. Na, das sind jedenfalls beides Weltraummächte und haben beide so irgendwelche Weltraumraketen im Betrieb. Und da kann man jetzt davon ausgehen, das ist also eine lange Weltraumrakete und das hat also einen Bug, wo der eine Pfeil ist und ein Heck, da sind dann die Düsen oder sowas. Und da gibt es also vor einer Uhr und hinter einer Uhr und die Leute, die da in so einem Weltraumfahrzeug drinnen sind, die wollen natürlich innerhalb ihres Fahrzeuges lauter synchrone Uhren haben. Naja, sonst kann man nicht gut miteinander kommunizieren. Der vorne muss wissen, was der hinten für eine Zeit hat und umgekehrt. Und jetzt wollen wir mal davon ausgehen, die haben schon beschleunigt, sind relativ schnell unterwegs und treffen einander da und fliegen aneinander vorbei und grüßen sich dann. Freundlich miteinander, wollen wir hoffen, der Kalte Krieg ist vorbei, sie werden nicht aufeinander schießen, sie fliegen einfach aneinander vorbei. Und jetzt ergibt sich die Frage, Kollegen, machen wir es doch so, synchronisieren wir alle unsere Uhren, dann sind wir die Probleme los, dann können wir also wunderbar miteinander kommunizieren und wir haben also auf beiden Raumstationen, also das sind Inertialsysteme, die gleiche Gleichzeitigkeit aller unserer Uhren. Insbesondere die Front- und Heckuhr ist dann synchron. Jetzt muss man sich aber im Klaren sein, was passiert. Die haben sich überlegt, schon bevor sie sich treffen, haben sie einfach miteinander gefunkt, oder sie das vorher halt ausgemacht, nicht? Wenn wir gerade da aneinander vorbeikommen, wir sind jetzt da gerade eng beieinander, jedes von den Raumschiffen ist mit vielleicht 3/4 Lichtgeschwindigkeit unterwegs, das geht, und die also aneinander vorbeifliegen. Aber gerade in dem Moment, wo sie aneinander vorbeifliegen, gibt es da in der Mitte so eine Stelle, das machen sie sich schon so, da ist ein Lichtblitz, der wird dann gezündet. Ein Lichtblitz wird gezündet und läuft also dann sowohl zu den zwei Uhren bei den Russen, als auch zu den zwei Uhren bei den Amerikanern, und die Geschichte hat sich. Aber, und das ist jetzt entscheidend, das ist jetzt davon abhängig, in welchem System man sich befindet, also aus welcher Sicht dieser Vorgang betrachtet wird. Und das, finde ich, bringt die Geschichte wirklich auf den Punkt. Schauen wir uns das also einmal aus der Sicht der Russen an. Das heißt, die Russen sitzen da oben in ihrem Raumschiff und aus ihrer Sicht ruht ihr Raumschiff. Sie sind ja drin, sie fliegen mit dem Raumschiff. Und sie sehen das andere Raumschiff, das USA-Raumschiff, da vorbeisausen. Und was tun sie und was beobachten sie? Sie beobachten, wenn jetzt da dieser Lichtblitz ausgelöst wird, dass der gleich schnell zu beiden Uhren kommt und die Uhren der Russen ticken synchron. Sie sind zufrieden und denken sich, wunderbar, wir haben es geschafft. Alles ist synchron. Aber die Amerikaner haben was anderes gesehen. Das heißt, die Amerikaner nicht, aber die Russen schauen sich jetzt an, was ist denn bei den Amerikanern passiert. Das ist alles Sicht der Russen jetzt einmal. Aus der Sicht der Russen ist die Frontuhr dem Lichtsignal davongelaufen und die Heckuhr dem Lichtsignal entgegengelaufen. Denn aus der Sicht der Russen in ihrem Inertialsystem hat das Licht in allen Richtungen die Ausbreitungsgeschwindigkeit, eben die Lichtgeschwindigkeit. Wenn sich jetzt außerdem aus der gleichen Sicht des Inertialsystems da ein Körper da wegbewegt, braucht das Licht länger, um hinzukommen. Schauen wir uns das nochmal an. Jetzt schauen wir an, was beobachten die Russen, wenn sie schauen, wie es den Amerikanern ergeht. Die Russen beobachten, dass das Licht
in beiden Richtungen gleich schnell wegläuft, aber die vordere Uhr läuft dem Licht davon, die andere hinten nach. Daher wird die hintere vorher gezündet, die vordere wird nachher gezündet. Und die Russen sagen, ja, ho, 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 das, eure Uhren sind nicht synchron, denn ihr seid ja dem Licht davon gelaufen oder hinten nachgelaufen. In unserem System, das ist das Richtige, ist das Licht in allen Richtungen gleich schnell. Und wenn ihr so einen Blödsinn macht und da euch jetzt wegbewegt, dürft ihr euch nicht wundern, wenn die Uhren so hatschen. Nicht? Naja, die Amerikaner lassen das aber natürlich nicht auf sich sitzen. Jetzt haben wir das den identen Vorgang noch einmal. Es ist jetzt nicht was anderes. Es ist nicht der gleiche, sondern sogar derselbe Vorgang. Jetzt aus der Sicht der Amerikaner. Aus der Sicht der Amerikaner, also USA, nicht? Es gibt auch Südamerika, das muss aufpassen. Aus der Sicht der USA ist es natürlich jetzt so, die ruhen in ihrem Raumschiff. Das ist auch ein Inertialsystem. Und gemäß dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit wird sich das Licht in diesem Inertialsystem nach allen Richtungen mit der konstanten Lichtgeschwindigkeit C0 ausbreiten. Das ist ja das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Gilt in allen Inertialsystemen, auch in dem der USA. Nun, jetzt passiert genau das andere mit umgekehrten Vorzeichen. Die USA stellen fest, das Licht geht gleichmäßig zu den beiden Uhren und die ticken so, wie es gehört und sind synchron. Und daher antworten die, das stimmt ja nicht, das Licht ist gleichmäßig zu den beiden gegangen, hat die Uhren ausgelöst, bei euch ist die Geschichte falsch. Denn jetzt ist es so, dass natürlich die Heckuhr der Russen dem Licht entgegenläuft und die Frontuhr davon, da habe ich die Heckuhr zuerst ausgelöst und dann erst die Frontuhr. Und daraus erkennen sie jetzt, und das ist die wichtige Schlussfolgerung, dass der Begriff der Gleichzeitigkeit nicht ein universeller Begriff ist, sondern nur gebunden ist an das jeweils betrachtete Inertialsystem. Für die USA sind ihre Uhren synchron und für die Russen sind ihre Uhren synchron. Aber sie können nicht alle vier untereinander insgesamt synchron sein, weil sie sich in verschiedenen Inertialsystemen befinden. Die wesentliche Schlussfolgerung aus dieser einfachen Geschichte hier ist die, dass die Gleichzeitigkeit jeweils nur für ein bestimmtes Bezugssystem gültig ist. Ich schreibe heute weniger an der Tafel. Das heißt jetzt nicht, dass sie nichts ausschreiben sollen. Aber wenn das eh schon so schön dasteht und ich eh lang darüber rede, haben sie Gelegenheit, sich das zu notieren. Und wenn ich das dann nur nochmal hinschreibe, das ist ja nur eine Schreibübung, das brauchen wir nicht. Ich mache das langsam genug und klatsche ihnen nicht eine Folie nach der anderen wild hin, sondern wir haben ja Zeit, darüber zu reden. Also das Ergebnis dieser Gedankenexperimente ist, die Gleichzeitigkeit ist jeweils nur für ein bestimmtes Bezugssystem gültig. Werden Sie sich vielleicht an und denken, und, mein Gott. Aber die Folgerung ist schon arg. Die Annahme einer universellen Zeit bzw. einer universellen Gleichzeitigkeit muss aufgegeben werden. Schon wieder was hat man aufgeben müssen. Jetzt haben wir das Lichtmedium aufgeben müssen. Jetzt müssen wir diese universelle Zeit aufgeben. Dem Newton wäre das nicht recht gewesen, weil der hat ja von der absoluten, wahren und mathematischen Zeit gesprochen, die überall gleichmäßig verläuft, unabhängig von allen möglichen. Das ist so nicht. Die Annahme einer universellen Zeit muss aufgegeben werden. Und das ist aus meiner Sicht die eingreifendste Veränderung, die sich aus der speziellen Relativitätsmechanik ergibt. Und wie Sie sehen, geht das noch völlig, ohne dass man da jetzt irgendwelche konkreten, formelmäßigen Beziehungen dafür braucht. Das kann man sich sofort auf einfache Art und Weise überlegen, so wie ich Ihnen das gezeigt habe. Aber innerhalb eines Inertialsystems gibt es eine Gleichzeitigkeit. Also die Russen unter sich in ihrem Raumschiff und die Amerikaner unter sich in ihrem Raumschiff, das ist jeweils ein Inertialsystem, haben für sich Gleichzeitigkeit. Und man macht das dann so,
dass man, wenn man also wissen will, wie groß die Zeit jeweils ist, wie man so sagt, dieses Inertialsystem mit Uhren überzieht, sodass an jedem Punkt irgendwo in der Nähe eine solche Uhr vorhanden ist, dass sie vor sich hin tickt. Die werden alle untereinander synchronisiert mit diesen Lichtblitzen. Innerhalb eines Inertialsystems gibt es dort eine Gleichzeitigkeit. Die ist aber nicht universell, sondern ist beschränkt auf dieses Inertialsystem. Das ist hier der entscheidende neue Punkt, den man, wenn man eben diese Grundannahmen als gerechtfertigt ansieht, und die sind also durch experimentelle Experimente bestätigt, den man dann akzeptieren muss, weil das eine unmittelbare Schlussfolgerung ist. Jetzt kommt einem das sehr merkwürdig vor. Das ist doch jetzt völlig unübersichtlich. Wir haben nicht mehr eine gleichartige Zeit. Wenn einer mit dem Auto unterwegs ist, dann hat er eine andere Gleichzeitigkeit als der, der da draußen steht und dem zuschaut. Ja, solange das Auto langsam ist gegen das Licht, und das sind die Autos im Allgemeinen, spielt das alles sehr wenig Rolle. Aber mit so Raumstationen oder noch ärger und aber andererseits besser greifbar, mit schnell fliegenden Elementarteilchen zum Beispiel, hat man hier natürlich eine andere Situation. Und um also da jetzt zu sehen, wie das insgesamt ins Bild passt, möchte ich als Konsequenzen aus diesen Überlegungen diese zwei Sätze mit Ihnen diskutieren. Der obere Satz steht im Widerspruch zur Alltagserfahrung. Ereignisse an verschiedenen Orten, also zum Beispiel am Bug und am Heck des Raumschiffes, das sind verschiedene Orte, die in einem System zur gleichen Zeit eintreten. Also die Amerikaner in ihrem Raumschiff haben ihre Uhren gleichzeitig laufen. Finden aus der Sicht eines anderen Systems, also in einem anderen System, zu verschiedenen Zeiten statt. Aus der Sicht der Russen sind diese zwei Uhren der Amerikaner, Buguhr und Heckuhr, nicht synchron. Also sind dort diese Ereignisse, die diese Uhren gestartet haben, nicht gleichzeitig. Und da werden Sie sich denken, also das ist also schon eine Herausforderung, dass man sowas akzeptieren soll. Ereignisse an verschiedenen Orten, in Wien und Linz zum Beispiel, die in einem System gleichzeitig sind, sind dann aus der Sicht eines anderen Systems nicht gleichzeitig, sondern finden zu verschiedenen Zeiten statt. Merkwürdig. Aber pass es auf. Jetzt tauschen wir in dem Satz die eingerandelten Orte und Zeiten einfach aus. Aus Orten werden Zeiten, aus Zeiten werden Orte, Raum und Zeit. Das hat ja sehr viel miteinander zu tun. Jetzt kommen wir nur dann den Stellen vor, was wir da haben. Ereignisse an verschiedenen Orten, die in einem System zur gleichen Zeit eintreten, finden in einem System zu verschiedenen Zeiten statt. Das tun wir jetzt einfach umdrehen und machen Ereignisse zu verschiedenen Zeiten, die in einem System am gleichen Ort eintreten, finden in einem anderen System an verschiedenen Orten statt. Akzeptieren Sie das? Wir haben nichts anderes gemacht, als Ort und Zeit, Raum und Zeit vertauscht. Und jetzt können Sie sich fragen, wozu macht er das? Um Ihnen zu zeigen, dass dieser Satz, den wir jetzt haben, mit unserer Alltagserfahrung zusammenpasst, wollen wir uns das klar machen. Als zwei Inertialsysteme betrachten wir jetzt einmal einen Zug, der gleichmäßig, geradlinig unterwegs ist, sagen wir von Wien bis Linz. Da kommt er einmal durch St. Pölten und dann durch Wels und irgendwann, Wels ist schon nach Linz, also Salzburg. Wien, Linz, Salzburg, besonders einfach. Ne? St. Pölten, Linz, Salzburg. Und jetzt denken Sie sich, kann man sich doch leicht vorstellen, man sitzt in einem Speisewagen. Und der Zug fährt so gleich, das ist ein Schnellzug, der bleibt nirgends stehen, der fährt von Wien direkt nach Salzburg. In Wirklichkeit bleiben sie alle in Linz stehen, aber das ist ein Sonderzug. Und sie sitzen im Speisewagen und es ist doch eine gewisse Zeit von Wien nach Salzburg und so
Essens. Sie essen eine Vorspeise und sie essen der Hauptspeise und dann die Nachspeise. Und ihr System ist ein Inertialsystem und sie sind das System des Zuges. Und dann gibt es aber außerdem ein zweites Inertialsystem, das ist der Gleiskörper, also die Erde. Das ist auch ein Inertialsystem in guter Näherung. Und da kann einer, der dort sitzt, den Zug beobachten. Und man kann dann das, was da passiert, aus der Sicht des Zuges, das ist der, der da drin sitzt und isst, und aus der Sicht des Gleiskörpers. Also zum Beispiel in Linz am Hauptbahnhof steht also da der Bahnhofsvorstand und schaut, wie da der Zug vorbeifährt und beobachtet halt aus seiner Sicht, was in dem Zug so passiert. Und jetzt überlegen Sie, zwei Ereignisse, die zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Das ist zum Beispiel, wenn die Vorspeise serviert wird im Speisewagen und dann isst der da drin sitzt und dann wird später die Nachspeise serviert. Das sind zwei Zeitpunkte. Das wird also so serviert und das andere serviert. Zwei Zeitpunkte, zwei Ereignisse, die zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Also es muss ja dazwischen essen. Also es sind verschiedene Zeiten, zu denen das stattfindet, die in einem System, nämlich im Zug, am gleichen Ort eintreten, nämlich am selben Tisch, wo der ganze Zeit sitzt. Da wird zuerst einmal die Vorspeise und später dann die Nachspeise serviert. Eintreten, finden in einem anderen System, nämlich beim Gleiskörper, an verschiedenen Orten statt. Vielleicht wird die Vorspeise in St. Pölten serviert und die Nachspeise wird in Linz serviert und ankommen tut er dann irgendwann später in Salzburg. Also ich glaube, Sie werden mir recht geben, das ist ein triviales Beispiel. Ereignisse zu verschiedenen Zeiten, die in einem System am gleichen Ort eintreten, der Tisch des Speisewagens, der fährt ja mit dem ganzen Wagen, finden in einem anderen System an verschiedenen Orten statt, wo halt jeweils der Zug ist, wann das eine oder das andere serviert wird, nicht aus der Sicht des Gleiskörpers. Und jetzt kann man sich doch fragen, warum in Gottes Namen, wenn das schon so einfach ist, warum soll das oben nicht auch gelten? Nur wir sind so verbohrt durch unser Schneckendasein, weil wir so langsam sind, dass wir das nicht kennen, dass sowas passieren kann. Es passiert auch, aber bei Geschwindigkeiten, mit denen halt Züge, Autos und auch Weltraumraketen unterwegs sind, sind die Unterschiede so gering, dass es sich um Nanosekunden unterscheidet. Und das kann man halt mit so einer Uhr nicht feststellen. Das merkt man auch nicht. Und daher ergibt sich dieses Konzept der allgemeinen universellen Zeit, wie sich das der Newton überlegt hatte. Aber Sie können sich doch eigentlich denken, es ist gar nicht so unlogisch, dass das auch so wäre. Und die relativistische Mechanik sagt auch aus und kommt zu der Schlussfolgerung, die ich da oben hingeschrieben habe. Eben aus verschiedenen Argumentationslinien heraus, aber insbesondere eben mit diesem Argument mit den zwei Raumstationen, die da relativ zueinander bewegt sind und wo man halt versucht, Synchronisierungsvorgänge durchzuführen, wobei man Schiffbruch erleidet, wenn man nicht alle Uhren in beiden Systemen insgesamt synchronisieren kann. Und das ist die Aussage dieses Satzes da oben. Fragen dazu? Sie werden sich denken, das ist ja alles nur Rederei, gar keine Formeln. Wo kommen die Formeln? Aber zunächst einmal wollen wir das Ganze begrifflich erläutern. Bitte. Ja, zwischen den beiden Raketen. Ja, außerhalb. Dann ist ja. Es ist zu keinem der zwei Raumschiffe relativ in Ruhe. Richtig. Es kommt aber auch nur darauf an, dass einen einzigen Moment ein Lichtsignal ausgesendet wird. Ja, dann geht ja bei einem Raumschiff die zwei Uhren vorne und hinten nicht mehr gleichzeitig, oder? Wieso? Wir haben nur davon gesprochen, Lichtsignale bewegen sich in jedem Inertialsystem mit Lichtgeschwindigkeit. Wir haben nicht davon gesprochen, ob eine Lichtquelle sich bewegt oder nicht. Und alle Experimente, auch wenn man sich Licht von Fixsternen anschaut, deuten darauf hin,
dass die Geschwindigkeit des Lichtes auch nicht vom Bewegungszustand der Lichtquelle abhängt. Es ist genau das, was ich hier geschrieben habe und sonst nichts. Nämlich, in allen Inertialsystemen hat die Vakuumlichtgeschwindigkeit den gleichen Wert. Ich habe nichts darüber gesagt, ob sich jetzt die Quelle bewegt hat oder nicht. Das ist wieder so eine Überlegung, die durchaus verständlich ist. Dass man sagt, da gibt es jetzt eine Lichtquelle und von der boxt man jetzt das Licht weg. Daher muss also nur im Verhältnis zu der Lichtquelle das Licht mit Lichtgeschwindigkeit weggehen. Aber das würde ja bedeuten, wenn man jetzt in einem anderen System ist, dass dann in dem anderen System sich das eben doch anders ausbreitet. Das würde dem ja widersprechen. Das Licht, egal wie es erzeugt wird letzten Endes, breitet sich immer in jedem Inertialsystem mit Lichtgeschwindigkeit aus. Unabhängig davon, ob dieses Blitzlicht sich jetzt bewegt oder nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ja das, was so komisch daran ist. Sie sehen an solchen Beispielen erst, was da drin steckt. Wie viel Unanschaulichkeit oder sagen wir zumindest, wie viel Abweichung von der Alltagserfahrung in dem Satz drinnen steckt. Sehen Sie, was ich meine? Also, der Kollege fragt nach dem Doppler-Effekt. Der ist deutlich komplizierter. Und den wollen wir hier bei diesen Betrachtungen aus dem Spiel lassen. Der Doppler-Effekt bleibt nach wie vor bestehen. Auch in der speziellen Relativitätsmechanik. Aber für die Dinge, die ich mit Ihnen besprechen möchte, spielt er keine wesentliche Rolle. Er wird erst dann wichtig, wenn man dann im Rahmen der allgemeinen Relativitätsmechanik die Bewegung der Milchstraßensysteme der Galaxien des fernen Universums betrachten möchte. Der Doppler-Effekt bleibt nach wie vor bestehen, das ändert aber nichts an diesem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Beim Doppler-Effekt geht es darum, dass die Zeit zwischen zwei Schwingungen in einem System anders als in einem anderen System wahrgenommen wird. Dadurch muss der Doppler-Effekt auch verallgemeinert werden, aber es bleibt ein Doppler-Effekt bestehen. Aber aus Zeitgründen möchte ich den in diesen Erörterungen nicht behandeln. Sind Sie einigermaßen d'accord? Was gibt es noch? Bitte. Gute Frage. Da kommt es darauf an, wie man sie zusammenbringt. Tragen Sie sie schnell zusammen oder schleichen Sie mit diesen Uhren? Und warum das einen Unterschied macht, ist genau deshalb, weil nämlich das nächste Kapitel, mit dem wir zu tun haben werden, die Zeitdilatation ist. Wenn Sie eine Uhr bewegen, relativ zu einem Bezugssystem, dann beobachtet man nämlich auch einen anderen Uhrengang. Und das macht die Sache zusätzlich kompliziert. Dadurch kommt es überhaupt dazu, dass man derartige Dinge überhaupt feststellen kann. Wäre das nicht, dann ist es sehr gut überlegt. Dann braucht man die ja noch nur zusammenstellen und dann sieht man, wer recht gehabt hat oder wer nicht. Aber so einfach ist das nicht. Weil allein durch die Bewegung einer Uhr ändert sich schon ihre Periodendauer. Und merken Sie noch einmal, Zeit ist nichts anderes als ein Messwert, der sich ergibt durch Messung mit einer Uhr. Und wenn sich jetzt die Periodendauer einer Uhr durch ihre Bewegung aus der Sicht eines anderen Beobachters ändert, dann hat sich letztlich die Zeit, die mit der Uhr gemessen wird, verändert. Weil Zeit ist das, was Uhren mit Uhren gemessen wird und nichts Abstraktes, Abstruses, was irgendwo im Raum herumliegt. Sehr guter Punkt, aber wir werden gleich im nächsten Kapitel diese Sache konkret besprechen und dann werden Sie sehen, dass das damit in Einklang steht. Okay? Na schön. So, und jetzt, genau hier setzen wir ein. Kommen wir schon zum Punkt 3. Und Sie werden sich denken, der schreibt ja gar nichts an die Tafel. Aber
etwas schreibe ich schon noch an die Tafel. Wie wir im ersten Kapitel als Ergebnis gehabt haben, der Begriff eines Lichtmediums oder Weltäther oder wie bombastisch man das auch ausdrücken möchte, aufgegeben werden musste, muss jetzt wieder was aufgegeben werden. Aufgrund von alledem. Die Annahme einer universellen Zeit muss aufgegeben werden. Ist irgendwie traurig, nicht, was man so viel aufgeben muss. Aber es zeigt sich halt, dass aufgrund dieser einfachen Prinzipien das unausweichlich ist. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, und der wird uns auch morgen weiter beschäftigen, zur Zeitmessung. Also jetzt haben wir einmal die Sache mit der Gleichzeitigkeit besprochen, aber jetzt natürlich geht es darum, dass man sich überlegt, wie messe ich denn eigentlich die Zeit? Und eine Uhr, die man dann für so Gedankenexperimente sehr gut verwenden kann, weil in der Uhr auch wieder nur das Verhalten von Lichtwellen wesentlich ist, ist die sogenannte von Einstein erfundene, hat er aber kein Patent dafür angemeldet, Lichtuhr. Eine Lichtuhr ist was ganz Einfaches. Zwei Spiegel, die einander gegenübergestellt angebracht sind und zwischen denen ein Lichtsignal hin und her läuft. Natürlich, die Spiegel haben eine gewisse Absorption, das Lichtsignal wird sehr schnell verschwinden und man muss es immer wieder neu starten, jedes Mal, wenn das einmal hin und her gelaufen ist. Das sind technische Sachen. Wir gehen letztlich davon aus, ein derartiger Resonator sozusagen zwischen zwei Spiegeln, wo ein Lichtstrahl hin und her läuft, ist ein periodischer Vorgang und kreiert damit eine Uhr. Und man kann sich ja durchaus vorstellen, das ist eine Nanosekundenuhr, nicht? Wenn das 15 cm lang ist, der Abstand, dann geht das Licht 30 cm hin und her und braucht dafür eine Nanosekunde. Also man zählt Nanosekunden, ich bitte Sie. Heutzutage ist man ja mit diesen ganzen Vorsatzzahlen, mit den Größenordnungen nicht mehr so geschreckt. Nicht? Auch Mega- und Gigahertz sind für Sie kein Problem. Na, warum sollen dann Nanosekunden ein Problem sein? Nicht? Megahertz entspricht Mikrosekunden und Gigahertz entspricht Nanosekunden. Also das ist eh schon fast Alltagserfahrung, nicht? Also, wenn man da so zwischen zwei solchen in 15 cm circa Abstand Spiegeln da das Licht hin und her läuft, dann vergeht eine Nanosekunde, wenn das einmal hin und her gelaufen ist. Also, das schreckt einem heute weniger als vor 10, 15 Jahren. Und wenn das einmal hin und her geht, schaltet da oben ein Zähler um eins weiter. Und damit hat man eine Nanouhr sozusagen gebaut. Akzeptieren Sie sowas? Das sollte doch gut funktionieren. Na, wie funktioniert die jetzt? Na, ganz einfach, so. 1, 2, 3 Nanosekunden werden da gezählt und so geht es dahin. Also das ist wieder einmal trivial. Und der Verlauf des Lichtsignals verläuft längs dieser Geraden hier. Er ist recht trivial. Ich erzähle Ihnen halt lauter triviale Sachen. Aber jetzt ist es ein bisschen weniger trivial. Nämlich, jetzt kann ich, und das entspricht dem, Frau Kollegin, was wir vorhin gerade besprochen haben, diese Lichtuhr betrachten aus meinem Inertialsystem, während sie sich an mir mit gleichförmiger Geschwindigkeit vorbei bewegt. Die ist auch in einem Inertialsystem. Das ist die Borduhr eines Zuges, der da vorbei, schneller Zug, der da vorbeifährt. Und die stehe am Bahnsteig und beobachtet und sieht, wie sie tickt. Na, wie wird das dann ausschauen? Wenn die einsteinsche Lichtuhr bewegt ist, sich an mir vorbei bewegt, dann schaut das so aus. Das ist blöd, dass das so zuckelt. Das ist ärgerlich, das sollte nicht so zuckeln. Aber ich glaube, die können sich trotzdem vorstellen. So schaut das aus. Also eigentlich wieder trivial.
Und jetzt kann man sich auch wieder anschauen, wie schaut denn jetzt der Verlauf der Lichtausbreitung aus? Na so. So breitet sich das Licht aus. So zickzack. Nicht? Und je schneller die ist, desto flacher werden diese Zickzack. Nicht? Wenn man sich das anschaut, kann man doch jedem Kind erklären, sowas. Gerade ein Kind kann man das erklären. Das nimmt solche Dinge viel lieber auf, als jemand, der schon so gefestigt in seinen Ansichten ist. Na und jetzt aber, wenn Sie sich das jetzt genau überlegen, kommen Sie schon drauf, da hat's was. Weil denken Sie wieder einmal an das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Sowohl aus der Sicht des Inertialsystems, das da ruht, als auch aus der Sicht des Inertialsystems, das sich mitsamt der Uhr da vorbei bewegt, ist jeweils die Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit. Also für mich, der sieht, wie da die Uhr an mir vorbeiläuft, bewegt sich das Licht längs dieser Zickzackbahn mit Lichtgeschwindigkeit. Was denn sonst? Aber die Strecke ist jetzt länger als bei dem, der da ruht und sich das nur so anschaut. Das geht so mit einem Sinus, das kann man sich sehr leicht ausrechnen, das machen wir dann morgen. Sehen Sie das, was ich meine? Das heißt, aus der Sicht dessen, an dem sich diese Uhr vorbei bewegt, tickt die Uhr langsamer, weil die Wege des Lichtes länger sind. Aber der auf der Uhr drauf sitzt und sich mit ihr mitbewegt, sagt, du bist ja blöd. Das ist ganz normal, wie immer, und das hat die bestimmte Frequenz, mit der meine Uhr halt geht. Meine Uhr ist in Ordnung, machen wir meine Uhr nicht schlecht. Aber der andere kann auch nicht anders als sagen, lieber Freund, Licht geht mit Lichtgeschwindigkeit und das hat einen längeren Weg, klarerweise tickt es daher langsamer. Sehen Sie? Und da haben wir die nächste Katastrophe. Dass eben die Zeitmessung davon abhängig ist, wie die Uhren sich bewegen. Und das ist jetzt dann der Grund, gleich jetzt gesagt, wenn Sie die Uhren nachher zusammenbringen, dann stimmt das nicht mehr. Weil während Sie es bewegt haben, ist schon der Ablauf der Frequenz wieder davon abhängig, wo man sich befindet. So ist die Zeit ein viel komplizierterer Parameter, als man das in der klassischen Physik kennt. Und jetzt sollten wir doch dieses Grundexperiment zur Zeitdilatation hier, wir machen zwar nicht wirklich Experimente, aber irgendwie ist auch ganz gut, nicht, solche Experimente sich anzuschauen. Dieses Grundexperiment zur Zeitdilatation uns noch vornehmen. Und morgen, was? Nein, heute ist schon Donnerstag. Also nächste Woche, hoffentlich vergessen Sie es nicht bis dahin ganz. Also nächstes Mal, kommenden Montag, rechnen wir das, dann rechnen wir endlich was. Dass endlich einmal was rauskommt bei dem Ganzen. Nicht? Weil ohne Rechnen ist, sind wir es ja nicht, nicht. Zeitdilatation. Wir betrachten folgendes System oder zwei Systeme. Oder eigentlich ein System mit zwei Beobachtern. Ein ruhender Beobachter in einem ruhenden Inertialsystem. Und zwei miteinander synchronisierte Lichtuhren, die ticken so vor sich hin, wurden vorher mit einem Lichtsignal aus der Mitte so synchronisiert, dass die auf ewige Zeiten da so wunderbar miteinander synchron ticken. Ja? Also das ganze Inertialsystem des der Tafelebene, der Bildschirmebene dort ist ein Inertialsystem, wo man, die kann man überziehen mit lauter synchronisierten Uhren und das sind zwei so synchronisierte Uhren. Und der ruhende Beobachter, der in dem Inertialsystem drin ist, sieht, wie die schön synchron ticken. Und jetzt gibt's da oben eine dritte Uhr, auf der sitzt auch ein Beobachter drauf, der schaut aus, muss ja dann noch schauen, was da los ist. Und die bewegt sich jetzt von links nach rechts mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit muss natürlich schon irgendwie im Verhältnis sein zur Lichtgeschwindigkeit. Also nicht mit 10 Kilometer pro Stunde, da wird man gar nichts merken. Aber zum Beispiel mit halber Lichtgeschwindigkeit oder so irgendetwas. Also schon ordentlich. Und dann haben Sie dieses Zicke-Zack. Und das gestalten wir jetzt gerade so, dass das einmal hinunter und hinauf Zick-Zack macht, wenn das die Uhr von der, die erste bewegte Uhr von der ersten ruhenden zur zweiten ruhenden Uhr kommt. Immer wenn die Uhren gerade am gleichen Ort sind, können Sie sie auch gleichzeitig ablesen und können vergleichen,
wie der Stand der einen Uhr und der Stand der anderen Uhr ist. Und Sie würden natürlich klassisch gesehen erwarten, ja, aber egal, ob Sie die Uhr oben jetzt bewegen oder nicht, wenn die alle schön synchron sind einmal, dann bleiben sie auch synchron und die werden immer dieselbe Zeit zeigen. Und das ist nicht der Fall. Und warum schauen Sie sich da jetzt an? Schauen Sie genau hin, was passiert. Wir werden es ein paar Mal anschauen. Schauen Sie sich einmal zuerst nur die ruhenden Uhren an, die da so vor sich hin ticken. Tick, 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 geht so hin und her. Haben Sie das gesehen? Ganz einfach. Noch einmal. Die zwei ruhenden Uhren. Hinunter, hinauf, hinunter. Das sind die ruhenden Uhren. Und jetzt schauen Sie sich einmal nur die obere Uhr an. Das geht da so schräg runter und wieder schräg rauf. Da hat das Licht eine längere Strecke zurücklegen müssen. Es bewegt sich aber aus der Sicht des ruhenden Beobachters wiederum nach dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit eben mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt aber, dass es zickzack da mit dem Winkel aus der Sicht des ruhenden Beobachters länger dauert als das hinauf hinunter bei den ruhenden Uhren. Und daher, wenn die obere einmal runter und rauf geht, ist die untere schon ein bisschen weiter. Haben Sie das gut verstanden? Das sollte jeder und jede von Ihnen, die heute den Hörsaal verlassen, wirklich gut verinnerlicht haben, dass diese zwei ruhenden Uhren eine andere Zeit zeigen als diese bewegte Uhr. Die ruhenden Uhren ticken rascher. Daher zeigen sie eine größere Zeit. Die bewegte Uhr tickt langsamer aus der Sicht des ruhenden Beobachters und zeigt daher eine kürzere Zeit. Weil Zeit ist ja das Aufzählen von solchen periodischen Vorgängen. Wenn die Periode aus der Sicht des ruhenden Beobachters langsamer ist, dann zähle ich auch weniger Periodendurchgänge, sodass diese sogenannte Zeitdilatation eigentlich eine Verkürzung der Zeit ist. Die bewegte Uhr zeigt eine kürzere Zeit an im Vergleich zu den ruhenden Uhren aus der Sicht des ruhenden Beobachters. Man nennt es nur deswegen Dilatation, weil die Periodendauer der bewegten Uhr aus der Sicht der ruhenden Uhren und des ruhenden Systems dilatiert, also verlängert wird. Und mit einer langsameren Periode gibt es weniger Periodendurchgänge und daher ist die Anzeige dann eine kürzere Zeit. Also die bewegte Uhr zeigt eine kürzere Zeit, ein kürzeres Zeitintervall. Eigentlich ist es eine Zeitkontraktion, wenn Sie so wollen. Aber es hat sich Zeitdilatation eingebürgert, weil es geht darum, dass eben die Periodendauer länger wird. Jetzt schauen wir uns das noch einmal an, dann haben wir nur für heute. Das lassen Sie jetzt einmal so richtig auf sich wirken. Und am Montag rechnen wir uns das durch. Und das ist so einfach. Nur mit Sinus und Cosinus und einem Winkel und man hat es schon. Das ist wirklich einfach. Schauen Sie sich jetzt, versuchen Sie sich jetzt einmal beides anzuschauen. Das gleichmäßige Ticken der beiden ruhenden Uhren und das Zickzack auf ab der bewegten Uhren. Die Bewegungsgeschwindigkeit des roten Punktes ist immer die gleiche. Schauen Sie. Haben Sie es gesehen? Haben Sie es verstanden? Nein. Dann sind wir ein Stück weitergekommen. Dankeschön.